Hi Leute und willkommen zu diesem kleinen Outdoor-Video mal wieder. Ja, die Startnext-Seite ist jetzt endlich online. Das heißt, jetzt könnt ihr draufklicken. Also den Link findet ihr unter dem Video und euer Gefällt mir geben. Ja, das ist die Startphase jetzt erstmal. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal 100 Fans sammeln, um den Betrag überhaupt zusammenkriegen zu können, den wir gerne, also den wir brauchen. Ja, das ist erstmal völlig unverbindlich. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Gefällt mir klickt, dann heißt das nicht, dass ihr später auf jeden Fall spenden müsst. Das ist erstmal für uns wichtig zu wissen, dass ihr das ganze Projekt gefällt und dass ihr das so gut findet, wie es vorgestellt wird. Und für euch auch, weil ihr dann sozusagen die Aktualisierung immer bekommt. Also wenn es irgendwas Neues gibt, ich weiß nicht, neues Dankeschön, neuen Blogartikel, dann ja, bekommt ihr sozusagen eine Nachricht. Ja, was jetzt auch ganz wichtig ist, ist euer Feedback. Also der Text, den ihr auf der Startnext-Seite findet, das sozusagen, ja, im Grunde unser Konzept ist, dass ihr den einfach mal durchlest und schreibt, was ihr davon haltet oder was vielleicht noch fehlt oder was vielleicht wieder rausgenommen werden soll oder sowas in der Richtung halt. Ja, ganz, ganz wichtig ist euer Feedback und auch für die Dankeschöns. Also auf der rechten Seite findet ihr eine Liste mit, also für euch hier, findet ihr eine Liste mit Dankeschöns, die ihr für bestimmte Beträge bekommen würdet. Und auch da könnt ihr natürlich erstmal Vorschläge machen und auch sagen, wie euch die Dankeschöns, die wir uns bisher schon ausgedacht haben, gefallen. Ja, es gibt momentan noch kein Video, wo wir das Projekt mal so in ja, Videoform vorstellen. Ich habe jetzt zwar einmal so ein bisschen darüber erzählt, das letzte Mal. Aber ja, halt noch nicht so richtig professionell in Anführungsstrichen. Oh, aber das kommt auf jeden Fall noch demnächst. Wir planen da schon was. Und ja, wie gesagt, sollte demnächst kommen. Ja, für die unter euch, die jetzt noch gar nicht wissen, worum es geht, hier ganz kurz mal angeschnitten. Wir wollen ein Restaurant eröffnen. Und zwar in Mecklenburg, in Rostock, um genau zu sein. Und das soll vegan natürlich bio-regional sein, dann auf faire Produkte wollen wir achten, dann wiederum auch auf plastikfreie Produkte, beziehungsweise wir wollen im Grunde plastikreduziert arbeiten. Das ist natürlich immer nicht so einfach zu handeln, aber soweit es geht, wollen wir das wirklich vermeiden und auch in anderen, ja, in anderen Bereichen wollen wir auch nachhaltig bleiben oder werden auch über die Zeit. Das ist wahrscheinlich auch ein Prozess. Und natürlich auch Regionalität soll groß geschrieben werden bei uns. Also wenn es möglich ist, werden die Produkte auch aus der direkten Umgebung kommen und nicht von sonst woher. Bestimmte Sachen werden natürlich niemals aus der Nähe kommen können, wie zum Beispiel Bananen. Aber ja, trotzdem wollen wir da sehr drauf achten. Und auch die Saison soll eine große Rolle spielen. Also es wird im Winter zum Beispiel keine Tomaten geben. Finde ich immer das beste Beispiel irgendwie. Ja, so viel dazu. Ja, ich freue mich, wenn ihr auf die Startnext-Seite geht, euch das erstmal anschaut. Und da könnt ihr uns Feedback geben. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Auch wo ihr wollt. Auf Facebook, YouTube, per E-Mail. Ja, was euch am liebsten ist. Schreibt uns am besten an und sagt, was ihr dazu zu sagen habt. Ach so, natürlich auch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn wir irgendwas vielleicht ja, zu umständlich beschrieben haben oder wenn das irgendwie nicht klar ist, was man dann vielleicht bei einem Dankeschön bekommt oder wenn im Text irgendwas steht, was vielleicht nicht ganz so klar ist, wie uns das vielleicht klar ist, die wir das selber geschrieben haben, dann auf jeden Fall auch schreibt uns an. Ja, sehr wichtig. Ich freue mich auf euer Feedback und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.